Hallo Freunde und willkommen zurück bei XCOM Enemy Within. In der letzten Folge haben wir das getarnte UFO abgeschossen, beziehungsweise abgeschossen haben wir es davor schon, aber wir haben es geräumt. Haben eigentlich ziemlich gut alles ausgeschaltet. Die einzigen, die angeschossen wurden, waren Shang und Rumpel und sie wurden noch nicht mal wirklich verletzt. Also ist doch alles ideal gelaufen. Und wir haben endlich mal wieder neue Forschungsprojekte. Die Neuzugänge sind im Labor schon bei der Arbeit. Das Schöne ist, wir haben da einen Tag drauf und das kriegen wir alles sofort, weil wir den Kontinentenbonus haben. Und ja, deshalb würde ich auch anfangen mit dem Elite-Mutanten verhören. Erstaunlich. Wir haben wirklich einen der Leibwächter des Alien-Chefs lebendig gefangen. Wahrscheinlich hat er umfassende Kenntnis der außerirdischen Waffensysteme und Taktiken. Mal gucken. Mal gucken. So ein brutaler Schläger. Ja, gibt nur Forschungstechnologie, Forschungscredits für Waffentechnologie. Gut, dann können wir den Ethera verhören. Wir wissen, dass der Gefangene über einen enormen Vorrat an psionischer Energie verfügt. Unseren Mitarbeitern ist das auch klar, weswegen sie nur ungern in der Nähe des Wesens arbeiten. Um aber irgendetwas Brauchbares herauszufinden, müssen wir wohl oder übel ein gründliches Verhör durchführen. Na, tun wir das doch. Weil ich sagen muss, ich finde die Klamotten von den Ätherern cool. Ich glaube nicht, dass er sich da ewig gegen wehren kann. Und Forschungscredits für alle Technologien. Codename Rosetta, okay. Gut, dann können wir... Genau, autopsieren war das Wort, was mir letzte Folge nicht angefallen ist. Dieser Außerirdische scheint körperlich schwach und zerbrechlich zu sein, doch der Schein trügt. Es handelt sich um ein außergewöhnlich zähes Exemplar mit einem Gehirn, das sich in Chemie und Aufbau von allem unterscheidet, was unsere Wissenschaft kennt. Joa. Dieses Exemplar scheint ganz oben in der Alien-Hierarchie zu stehen. Und das aus gutem Grund. Wie Sie vielleicht schon gesehen haben, ist es vom Körperbau her absolut nicht kampftauglich. Diese Ältesten verfügen jedoch über einen unglaublichen Speicher an psionischer Energie. Das erklärt, warum andere Spezies ihnen untergeordnet sind. Jo. Geistschild zur Herstellung verfügbar. Hey, wir haben mal wieder irgendwas, was wir herstellen könnten. Und es gab auch gerade wieder eine Errungenschaft. Geistschild. Dieser Gegenstand wurde aus den Implantaten entwickelt, die Ethera-Spezies der Aliens im Schädel trägt. Er stärkt die Abwehrkraft gegen Psi-Angriffe, errichtet zudem ein niedrigstufiges Psi-Feld, das Strangulationsversuche abwehrt. Ist eigentlich ganz nett, aber erstens, wir haben es kaum noch mit Suchern zu tun und zweitens haben wir ja eh bei fast allen mittlerweile die Neuraldämpfung drin. Deshalb brauchen wir es nicht mehr. Das Gerät, das wir aus dem Ethera-Schiff ausgebaut haben, könnte das letzte Stück zu unserem Puzzle sein. Der Schlüssel zu ihrer psionischen Verbindung und die eigentliche Quelle ihrer Macht. Mit einem besseren Verständnis dieser Technologie kommen wir der Quelle dieser Invasion einen großen Schritt näher. Psionik-Forschungscredits eingesetzt und alle Technologien-Forschungscredits eingesetzt. Ich sehe ein, dass es Risiken bei der Untersuchung dieser neuen Alien-Konstruktion geben könnte. Aber wir haben keine andere Wahl. Och, ich vertraue auf dich, du schaffst das. Außerdem brauchst du ja nur einen Tag dafür. Lol. Ja, die wollen uns ausspülen. Da haben wir was gegen. So, zwei Firestorms. Haut den doch mal runter. Na, ist sogar mal wieder ein etwas größeres Schiff. Ja. Firestorm leicht beschädigt, aber naja. So, hier sehen wir jetzt 11 Besatzung. Ethera, Elite Mutant, Mechtoid, Sektoid, Mutant, Sektopod. Ich hasse es. Habe ich das schon mal gesagt? Ich glaube schon. Ja, aber wir können den Kontakt natürlich nicht ignorieren. Aber was ich mal kurz gucken möchte.
Wir haben zwei Schwere, die aber alle beide nur Soldaten sind. Ja, das hatte ich ja auch schon mitgekriegt. Die sind viel zu... Ja, die brauchen noch viel zu viel Erfahrung, um auch nur annähernd einen guten Rang erreichen zu können. Und was ich mich frage, warum die liebe ja, Annette nicht aufsteigt. Kann man nicht mehr aufsteigen, sobald man irgendwie Psi-Fähigkeiten hat? Fände ich ja doof, ne? Fände ich richtig doof, Leute. Na gut. Starten wir den Einsatz. Und wenn wir zurückkommen, dann haben Strike wir auch 1, schon bereit. das Ethera-Objekt. Machen Sie sich Ja, einsatzbereit. Unser erforscht. Operationsgebiet liegt in den Vereinigten Staaten. Ja, Die es gibt wieder Absturzstelle scheint sich Meldkanister, in sehr einem schön. abgelegenen Gebiet zu befinden. Wenn wir uns beeilen, können wir die Stelle sichern, bevor sich die Aliens neu formieren. Ja, machen wir doch. Uns erwarten 11 Aliens. Hier spricht Big Sky. Wir sind jetzt nördlich der Mal Absturzstelle. gucken, Strike was so 1 ist in alles. Angriffsposition. Verstanden, Big Sky. Wir überwachen diese Signale von hier aus. Strike One hat die Erlaubnis, das Alien-Raumschiff zu stürmen. Jo. Aber vorher speichern wir, weil hier kommt ein Sektorbote. Die darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und ich weiß, in der letzten Mission ist es, glaube ich, da erwartet uns eine Situation. Beziehungsweise da gibt es eine Stelle, wo zwei Sektopoden, glaube ich, gleichzeitig da sind. Ich wage auch zu behaupten, für die letzte Mission, für die wirklich allerletzte Mission, werde ich zwei Sniper mitnehmen. Jawohl, Sir. Einfach weil sich das in dem großen Raumschiff dann doch recht gut anbietet. So, der hat irgendwas gesehen. Da oben steht der Ethera und die Elite Mutants. Dass wir die. Ja, okay, wir kommen hier so gesehen von hinten in das Schiff rein. Deshalb. Begebe mich auf Position. Positiv. Feindkontakt. So. Ja, und der Ethera schwebt, statt zu gehen. Der ist zu faul zum Gehen. So, Feuer können wir ja mittlerweile mit sämtlichen Leuten ignorieren, weil, ja, Rüstung. Bin dabei. Schang. Kannst du mal da oben, ja nicht ganz so hoch, aber da oben eine Ernährungsmine hinpflanzen. Dankeschön. Viel Spaß damit. So, Panty bleibt da. Annette geht ein bisschen Okay, vor. ich sehe mich um. Und Rumpel hätte ich gerne ganz weit vorne dran. Verstanden. Unterwegs. So. Wenn Warum ich Sie mir Peter aber eigentlich den dahin Weg geschickt laufen, habe, sind Sie tot. weiß ich noch nicht. Verstanden. Weil ich würde gerne durchs UFO gehen. Okay, der hat sich einfach mal aus dem UFO rausgeschlichen. Sie wollen uns flankieren. So. Panty trifft den Kerl sehr gut. Oh. Da hat Peter ganz schön auf den Deckel gekriegt. Das finde ich nicht gut. So, da vorne ist ein Meldkanister. Das ist gut. Zunächst einmal Boindal. Du hast 70% den Kerl zu treffen. Schrägstrich vor allem ihn zu töten. Bestätige. 35% Chance. Gebt mir lieber Deckung. Können natürlich auch den hier einmal machen. Ich hab einen Albtraum nur für dich. So, Panty, du müsstest mal bitte nicht sprinten, bitte. Auf dem Weg. Dahin und Peter heilen. Nicht bewegen, das wird wieder. So.
So, schicken wir dich mal bitte dahin. Na, der wird leider enttarnt, weil er ihn natürlich sehen könnte. Aber, naja. Das ist auch nur bedingt ein Problem. Peter, du hältst ihn mal bitte nieder. Das ist jetzt zumindest ein bisschen Schaden schon mal. So. Was für eine Prozentchance? 41%. Wow, das ist ja richtig viel. Hust, hust. Nicht hust, hust. So. Wir wollen den Meldcontainer einsammeln. Das macht gleich der Shang. Und... Hallo. Ich möchte... dahin. Er bleibt schön getarnt. Sehr gut. Bin in Bewegung. So, können wir die nächste Runde einsammeln. So, der verzieht sich, will sich verziehen, kriegt noch einen Reflexschuss ab. Den Peter leider nicht trifft. Schade aber auch. Das wäre zu schön gewesen. Dank der Neuraldämpfung könnt ihr mir nichts mehr. Ach, komm schon. So. Annette, du gehst mal bitte dahin. Und... Na, versuch's es einfach mal. War zu erwarten. Ich übe noch. Ja. Bin bereit vorzurücken. So, Rumpel, wenn wir dich... Gehe in Feuerposition. Schicken wir dich doch mal... Na komm. Hier hin. Und töte ihn. Danke. Erledigt. Bin dabei. So. Boindal, 70%, wir zählen auf dich. Sehr schön. Und das Ganze jetzt bitte noch einmal. Ethera warf Angriff zurück. Moment, das ist mir neu. Hey, das ist ja uncool, dass die sowas können. Das finde ich ja nicht gut. So, Panty. Ich muss echt sagen, ich kann mich da gar nicht dran erinnern, dass sie das können. Vor allem die Frage ist natürlich, wovon hängt das ab, bitte? Au! Das tat weh. Das tat verdammt weh. Ich meine, 11 Trefferpunkte Schaden, das ist viel. So, du hältst dich selber. Gleiches macht Panty mal bitte. So. Könnte dieser Ethera jetzt bitte einfach mal drauf gehen? Das fände ich voll gut. Komm, streck nur deinen Kopf aus. So. Wie geht die Munition aus? 80%. Dann Kolo ziehen, komm. Dankeschön. Erledigt. So. Die lösen sich so halb auf. So, wo ist der Elite Mutant? Komm, wo bist du? Rücke vor. Da ist ein Sektopode. Verdammt, ich kann ihn da gerade nicht wegbewegen. Position bestätigt.
Hä? Sollte es hier eigentlich hoch, aber gut. Oh Mann, manchmal hasse ich das mit diesem mehrdimensionalen Laufen und so. Das klappt irgendwie nur bedingt. Das ist... Guck mal, ich zeige da oben hin. Ja, oben in die Ecke. Und der will da unten hingehen. Was ist da los? Begebe mich Danke. Dorthin. So, ich muss mit ihm da eigentlich möglichst raus. Befürchte aber einen Feldposten. Vor allem werden sie dann auf jeden Fall aufgeschreckt. Noch haben sie ja glücklicherweise keinen Grund, sich zu bewegen. Sie bewegen sich trotzdem. Aber das ist gut, sie gehen weg. So. Shang. Dahin. Bin auf dem Weg dorthin. So, dass es zumindest den Insektopoden erwischt. So. Ich frage mich trotzdem noch, wo der andere schwere, also der Elite-Mutant hin ist. Na gut. Rumpel. In der Hoffnung, dass sie dich nicht direkt abschießen. Damit bitte hinlaufen. Ziel erfasst. Sehr gut. Da hat es auch direkt eine Drohne mit zerlegt. Das finde ich gut. Okay, as you go. So, du schmeißt hier einfach mal den Rauch rein. Jetzt löst der Rauch leider die Annäherungsmine aus oder so. Das wäre es noch, So, Peter. Muss nach vorne und nachladen. Kann weitergehen. Peter macht einen Hans Kuck, einen auf Hans Kuck in die Luft. So, Nahkampf-Spezialist triggert, das ist sehr schön. Das ist alles Schaden, den er frisst. Und Schaden ist immer gut. Dass er allerdings jetzt wieder auf Rumpel schießt, finde ich nicht gut. Wenn er aber nicht trifft, finde ich das gar nicht so schlimm. Das Problem ist, die Drohne kann das Vieh gleich heilen. Das heißt, wir müssen die Drohne definitiv mal ausschalten. Ja, machst du noch irgendwas? Dachte ich mir doch. Und da kommt der Sektoid. Feinde gesichtet. Ach, die Sektoiden und der Mechtoid. Gott, Gott, Gott. Entschuldigung. So. Okay. Da ein Feldposten drauf abfeuern. Beschwere ich mich jetzt gerade nicht drüber, weil. Ja. Sieht ja, wo das hingeführt hat. So. Boindal. Jawohl, Sir. Du bleibst schön getarnt, das ist super. Er hat dann eventuell auch da gleich ein bisschen Schuss drauf. Schussfeld drauf, so halbwegs. So, 88% Trefferchance. Müssen jetzt so viel Schaden drücken wie möglich, so schnell es geht. Bin weg. Ja.
mich tut ihn der Reflexschuss, der aber auch nicht trifft, sehr gut. Sehr gut. 59%, ey, was hat die Frau getrunken? Dafür können wir die hier schön mit dem Miesentrip ausschalten. Sehr gut. Gut, Rumpel. Schuss 1. Und Schuss 2 und 3. So, der hat noch 5 Leben. In der nächsten Runde stirbt er, aber er kann jetzt nochmal Schaden anrichten. Das gefällt mir nicht. Fuck. Okay, den zweiten Schuss sitzt er auf Annette. Das muss ich sogar sagen, finde ich gerade gar nicht so schlimm. Zumal er nicht getroffen hat. Dann kann Panty sich jetzt in Ruhe heilen. So, der frisst auch nochmal eine Schrotflintenladung ins Gesicht. Sehr gut. Wow. Hätte fast die Mine ausgelöst. Das wäre für Shang, glaube ich, nicht so schön gewesen. So, Shang. Ich könnte Shang natürlich jetzt dem eine verpassen gehen. Verpassen lassen. Aber nein. Das möchte ich gerade nicht. Ja, da kommt jetzt ein Reflexschuss. Shang packt sich so ein bisschen in die Luft. Er springt da rum. Ich bin in Ordnung. Ja, mit dem Sprung ist er ausgewichen. Ganz klassisch. So, bevor Shang aber schießt. Nein, nein, nein. Nein, ja. Ach, schade, sie kommt nicht so weit. Was sagt denn deine Trefferchance auf den da? Das ist gar nicht so hoch, das ist schade. Deine Trefferchance auf ihn. 61, komm. Sehr schön. Trifft sogar. Sehr gut. Dann kriegt der nämlich ein bisschen Schaden. Rumpel schaltet jetzt bitte mal den hier aus. Dankeschön. Na, da haben sie nochmal erwischt, aber das ist nicht schlimm. Panty einmal selber heilen. So, wie viel Leben hat der? Dann fügen wir ihm doch mal Schaden zu und Annette darf ihn dann ausschalten. Prozent, der ist weg. Sehr gut. So, Boindal einmal nachladen, Rumpel einmal nachladen. Und dann beende ich die Folge für heute, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir gehen jetzt gleich mal gucken, ob eventuell, also in der nächsten Folge mal gucken, ob eventuell hier der Elite Mutant ist oder ob der sich noch weiter zurückgezogen hat. Wir haben mittlerweile 6, 8 Gegner ausgeschaltet. Das heißt, es bleiben noch 3. Einer davon ist ein Elite Mutant und ich glaube, es waren noch schwere Schweber hier. Das heißt, wir wissen ungefähr, was uns erwartet. Ihr könnt ja notfalls zurückspulen und nochmal nachlesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Freunde, und wir sehen uns bei der nächsten Folge oder beim nächsten anderen Video, was ihr von mir guckt. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst, und wir sehen uns. Ciao!